Ein Reporter und ein nicht ganz leichtes Thema. Was passiert mit unserer Scheiße? Ruben Abrunia reist einmal um die komplette Welt, um diese Frage zu beantworten. Denn was wir aktuell damit machen, scheint der völlig falsche Weg zu sein. Es wird eine Generation geben, die das massenhafte Abspülen von Toiletten ins Meer oder in Kläranlagen als Wahnsinn ansehen wird. Der australische Unternehmer Hamish Skirmer stellt mobile Komposttoiletten bei Festivals auf, wie hier in Großbritannien. 4 Tage, 60.000 Menschen. Und das kommt dabei heraus. Das ist der Beweis dafür, dass man aus Scheiße Erde machen kann. Er sagt, die Menschen haben sich selbst aus dem natürlichen Kreislauf entfernt. Anstatt die Nährstoffe, die wir konsumieren und dann wieder ausscheiden, als Dünger an den Boden zurückzugeben, behandeln wir sie als Abfall. In unseren Kläranlagen kommt alles zusammen. Die Ausscheidungen von Millionen von Menschen, aber auch Industrieabwasser, Straßendreck. Das gereinigte Wasser landet im Fluss. Der Klärschlamm wird von Bauern teilweise als Düngemittel auf ihre Felder gesprüht. Im amerikanischen Bundesstaat Maine führte das zu einer Umweltkatastrophe. Der Albtraum ging für uns los am 3. November 2016, als wir ein Schreiben des Wasserwerks Kennebunk erhielten, in dem stand, dass das Grundwasser, das sie gerade hochgepumpt hatten, in hohem Maße kontaminiert war mit PFOS und PFOA. Perfluoroktansäure, die Ewigkeitschemikalie, weil sie sich in der Natur niemals abbaut. Eine Verunreinigung aus der Textil- und Chemieindustrie. In einer Mail vom Gesundheitsamt stand, dass wir weder Wasser oder Milch trinken, noch das Fleisch essen durften. Finanziell sind wir ruiniert. Auch in Deutschland ist das passiert. Dabei enthält unser Kot die wichtigen Mineral- und Stickstoffe, die als Dünger benötigt werden. Die Frage ist, wie kann man ihn sicher nutzbar machen? In Genf in der Schweiz findet Abrunia eine Lösung, die fast schon absurd einfach ist. Unser Abwasser wird zu 100% vor Ort aufbereitet. Hier landen die Ausscheidungen des gesamten Hauses. Das Stroh bindet Bakterien und Gerüche. Den Rest erledigen 300 Kilo Regenwürmer, 3 Kilogramm pro Einwohner. Sie fressen den Kot und scheiden ihn als Komposterde wieder aus. Hier haben wir die Erde, komplett geruchsfrei. Als hätte man im Wald gebuddelt. Es riecht nach Moos. Zu sehen, dass die Würmer diese ganze Arbeit für uns machen, ist einfach fantastisch. Auf dem Dach gedeiht in dieser Erde der Gemüsegarten. Das Ganze könnte auch im großen Stil funktionieren und chemische Düngemittel in der Landwirtschaft ersetzen. Damit experimentiert ein Jungunternehmer aus Eberswalde. Es ist schon beachtlich, dass das vor nur wenigen Wochen menschliche Scheiße war und jetzt eigentlich ein bedenkenloser Recyclingdünger ist. Das alles löst Probleme, die weit über Scheiße hinausgehen. In Uganda stellen die Poop Pirates Trockentoiletten im Slum auf. Rund 7 Liter Trinkwasser verbraucht eine herkömmliche Toilette pro Spülgang. Diese überhaupt keins. Und ihr Inhalt? We call it gold. Don't call it shit. Wir sagen Gold, nicht Scheiße. Anstatt Chemiedünger zu importieren, müssen wir uns mit dem Kompostdünger auseinandersetzen, den wir sogar exportieren können. Die Hoffnung? Kleinbauern aus der Abhängigkeit von großen Chemiekonzernen zu befreien. Aus den Augen, aus dem Sinn. So sind wir bisher mit der täglichen Notwendigkeit des Toilettengangs umgegangen. Dieser Film könnte das ändern. Es ist die Lösung. Die Nutzung von menschlichem Dung macht uns unabhängig von Chemiedünger.